Hallo meine lieben Zuschauer und weiter geht es. So, ich habe die Daten von dem anderen jetzt mal gefunden. Und zwar hier vorne geht es jetzt zu Elizabeth Benham. Hier ist sie ja. Und wenn man dann von hier jetzt kommt, hier entlang, hier hoch, da oben sind noch ein paar Kogana, die muss man noch platt hauen. Und da steht ein Computer und da kann man die Daten runterladen. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Sie sagten, Sie wüssten nichts über den Turianer. Ich mag es nicht, wenn man mich anlügt. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Gate angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Turianer finden können. Aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Sagen Sie mir einfach, wo ich den Turianer finden kann. Keine Lügen mehr. Der Turianer ist unter Su's Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Gate angriffen. Was mich beunruhigt ist, warum die Gate überhaupt hinter dem Turianer her sind. Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Was ist Job? Wir bekommen hier eine Menge Gate-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Gut, dann wollen wir mal. Aber Exogeny ist eine Schweinefirma. Und der Eastern Drunk ist genauso ein A-Punkt. Hallo, geht! Und tschüss, geht! Hier unten, die ignorieren wir einfach mal. Ich habe jetzt keine Lust auszusteigen, die auch noch Platz zu machen. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Hier ist Juliana Bainham von der Ferros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns! Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Gut, dann wollen wir mal hinterher rennen. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Gate sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über sie gefunden. Ich weiß, was auf Akuse passiert ist. Es muss hier nicht ebenso enden. Diesmal nicht, John. Sie müssen aufgeben und sie gehen lassen. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht ganz so einfach. Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, John. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten.
Sie sind hinter der einzigen Sache auf Feros her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeni weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Haha. Darauf habe ich gewartet. Sie sind ein Erbsenzähler, Jong. Ich bin ein Spectre. Wie stehen Ihrer Meinung nach die Chancen? Ein Spectre? Das ist doch Blödsinn. Es gibt keine menschlichen Spectres. Oder? Wollen Sie dieses Risiko wirklich eingehen, Jong? Aber Exogeni wird weitere Prüfer schicken. Sie werden herausfinden, was passiert ist. Sagen Sie ihnen, die Geth hätten den Torianer vernichtet. Ja, aber die infizierten Kolonisten dürfen nicht hier sein, wenn die Leute von der Firma herkommen. Sie können die Kolonisten nicht einfach töten. Es ist nicht Ihre Schuld. Wenn Sie den Torianer töten, wird die Infektion vielleicht aufgehalten. Möglicherweise. Jeder Feindselige wird eliminiert. Es muss einen anderen Weg geben. Vielleicht gibt es den. Kommen Sie vor Ihrem Aufbruch zu mir, Commander. Sorgen Sie einfach dafür, dass es hinterher keine Beweise dafür gibt. Ich dachte, ihr könnt ihn jetzt umlegen. Och Mensch, das ist wie enttäuschend. Ich dachte, ihr könnt ihn töten. Toll. Alles super. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Ich habe die Daten gefunden und auf die OSD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Geben Sie mir einfach meine Credits, dann bin ich schon wieder weg. Aber sicher. Danke für Ihre Hilfe, Commander. Ja, toll. Super. Ich wollte diesen Isenjong umlegen. Toll. Ah, ja, ganz toll. Schade. Okay, jetzt... Ich bin froh, dass Sie bereit sind, uns zu helfen. Ich denke, es gibt einen Weg, die Kolonisten zu retten. Sie haben eine Minute. Ich denke, Sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate? Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraklopin, einem neuromuskulären Degenerator. Wenn Ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es Sie lähmen. Wenn es sein muss, könnten wir es mit einer Granate freisetzen. Ich werde es nicht tun. Nehmen Sie wenigstens die Granaten. Vielleicht brauchen Sie sie. Meine Männer kümmern sich hier um die Sicherheit. Sie sollten aufbrechen. Statten Sie Ihre Granaten mit dem Antitorianer-Gas-Upgrade aus. Damit können Sie die Kolonisten ausschalten, um sie zu töten. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der Weg frei ist. Viel Glück! Okay, dann wollen wir mal... Gut, ich hoffe doch auch, dass ich überhaupt genügend Gas habe, Granaten habe, meine ich. Um... für alle Kolonisten. Also ich bin der Meinung, jetzt für den Eastern Jung, wenn man die rote, also die abtrünnige Gesprächsoption wählt, dass man ihn dann tötet. Naja, okay, gut, dann überlebt der Hauptsache, ich habe abtrünnig Punkte bekommen. Ah, egal. So, fahre ich jetzt auch in die richtige Richtung? Ja.
Wow, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, so. Eine Kreatur. Ganz sicher kein Mensch. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Turianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Wie Sie meinen, Commander. Gehen wir. Oh, du Mann. Viel Schaden richten wir und Waffen ja nicht an. So, mal sehen, wie schaffe ich es jetzt vielleicht mal. Ist das? Achtung! Ah, hab für alle vier schon gereicht. Bereich ist sicher. Gut. Eines der Frachtmodule beiseite schaffen. Okay. Oh, jetzt habe ich wieder volle Granaten. Na wunderbar, wunderbar. Greifen Ziel an. Warte mal. Sehen Sie mal dort, Commander. Können Sie die Steuerung nachvollziehen? Warte mal. Achtung, Beschuss! Jetzt fängt der Spaß an. Alle Ziele neutralisiert. Gut. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Okay. Gut, hier geht das weiter zum Turianer. Es ärgert mich immer noch, dass ich diesen Ethan Jong, für das Ex-Jenny hier gemacht hat, nicht einfach umbringen kann. Umbringen konnte, da schade eigentlich da. Naja.
Okay, wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Davon stand nichts in meinem Ausbildungshandbuch. Nichts ist jemals einfach, oder? Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Sie haben die Kolonisten versklavt. Sie haben ihren Verstand zerstört. Ich weiß nicht, was Saren von ihnen wollte, aber ich will sie tot sehen. Der Turianer ist ein Stück dieser Welt und erstreckte sich durch die Zeitalter über das Land und zurück. Du kannst ihn genauso wenig töten, wie du den Himmel berühren kannst. Euer Blut wird den Boden und die Neuen. So, meine andere Frage: Warum schießt ey, eigentlich mit der Pistole, du sollst das Gewehr nehmen, verdammt nochmal. So. So. Verdammt nochmal. Commander. Verletzt. Man muss deutlich sehen. Noch ein paar davon und das Ding hat echte Probleme. Okay. Gut, dann wollen wir mal weiter. Hey, aufwachen! Das ist ekelhaft. Soll ich auch mal auf die Schrotflinte wechseln? Okay, gut. Ich habe leider keine Granaten mehr. Ja.
Bereich ist sicher. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt aus Versehen hier ein Heilpack genommen. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich hab keine Ahnung. Habe ich mich jetzt hier so ein bisschen verlaufen, oder? Ach. Wird bald erledigt sein. Noch ein Part. Verdammt nochmal, wo muss ich jetzt entlang? Irgendwie bin ich hier irgendwo falsch abgebogen und habe mich irgendwie verlaufen. Er zeigt nach oben. Also da müssen irgendwie noch Feinde sein, aber... Aber wo? Also... Ja, hier sind jetzt noch welche, aber... Hier ist aber nichts, wo ich noch wach drauf... Ah, da oben noch welche. Ah, hier. Oh, jetzt fange ich schon wieder an rumzukotzen, Garo, sag ich schon. So. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Woher soll ich wissen, dass das kein Trick ist?
Das ist kein Trick. Der Torianer ist tot und ich bin wieder ich selbst. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Benesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Benesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Benesia vom Weg ab. Sie entschieden sich für Sarens Seite und ebenso Matriarchin Benesia. Benesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Sie wollte Saren manipulieren, aber letztendlich ging ihr Plan nach hinten los. Azari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is Sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Torianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Torianer zu stärken. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Torianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Torianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was ist der Dechiffrierer und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen, aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Torianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Dann hat der Torianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken? Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Torianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Ich brauche den Dechiffrierer. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Alles in Ordnung? Was ist da gerade passiert? Alles, was ich sah, waren noch mehr unheimliche Visionen. Es ergab immer noch keinen Sinn.
Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Wir sollten zum Schiff zurückkehren, Commander. Die Krankenstation sollte davon erfahren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Wissen Sie, was die Röhre ist? Oder wo sie ist? Nein, tut mir leid. Ich weiß nur, dass Saren glaubt, die Röhre sei der Schlüssel zur Vernichtung der Proteaner gewesen. Was es auch ist. Es kann nichts Gutes sein. Sie haben den Dechiffrierer. Bald werden Ihre Visionen klarer werden. Sie werden sie zur Röhre führen. Ich bete nur, dass Sie sie vor Saren finden. Können Sie mir sonst noch was über den Torianer sagen? Als die Kreatur mich umschloss, wurde ich ein Teil von ihr. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. So fremd, so uralt. Es ist unmöglich, sein genaues Alter zu bestimmen. Für ihn hat Zeit eine andere Bedeutung. 10.000 Jahre Winterschlaf wurden unterbrochen von ein paar Jahrhunderten hektischer Aktivität. Sein Verstand war überwältigend, fantastisch. Er übertraf alle Beschreibungen. Und nun ist er weg. Sagen Sie mir nicht, dass Ihnen das Ding leid tut. Der Torianer war eine einzigartige Lebensform. Ein fühlendes Wesen, das 50.000 Jahre oder älter war. In der uns bekannten Galaxis gibt es nichts, was ihm auch nur annähernd gleichkommt. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich vor einem Leben in Knechtschaft und Sklaverei bewahrt haben. Und doch empfinde ich eine gewisse Trauer, dass eine solch einzigartige und bemerkenswerte Kreatur verloren ist. Was können Sie mir sonst noch über Saren sagen? Es gibt nur wenig, das ich Ihnen sagen könnte und das Sie nicht schon wüssten. Er ist mächtig, er ist charismatisch und er ist gefährlich. Als ich ihm folgte, war ich blind gegenüber seiner wahren Natur. Aber jetzt sehe ich, dass er die Galaxie in ein Zeitalter der Dunkelheit und Leiden führt. Ich möchte mehr über Sie wissen. Es gibt nicht viel über mich zu erzählen. Ich war einfach nur eine der Schülerinnen von Matriarchin Benesia. Fast 2 Jahrhunderte folgte ich ihr und lernte von ihr. Als Benesia ihren Plan enthüllte, sich mit Saren zu verbünden, ließ sie ihren Schülerinnen die Wahl. Nur jene, die es wirklich wollten, folgten ihr. Viele hielten allerdings ihren Plan für zu gefährlich. Aber ich habe an sie geglaubt. Ich dachte, sie könnte Saren von seinem Irrsinn abbringen. Stattdessen verfielen wir ihm. Sie waren eine Verbündete von Saren. Soweit ich weiß, sind sie es immer noch. Ich kann sie nicht einfach ziehen lassen. Ihr Argwohn ist verständlich, aber sie haben mich von dem Torianer und Saren befreit. Ich stehe jetzt auf ihrer Seite. Wenn sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Sie haben zu oft die Seiten gewechselt. Ich habe keine andere Wahl. Sie müssen sterben. So soll es sein. Wenn das Schicksal ist, das ich Ihrer Meinung nach verdient habe, dann werde ich mich fügen. Ich kann es kaum glauben. John sagt, wir kriegen genug Geld, um hier alles am Laufen zu halten. Das verdanken wir Ihnen, Shepard. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.